herzlich willkommen bei Ja, Portaltage. Mhm. Haben wir schon wieder Portaltage. Häufen sich sehr, ne, in der letzten Zeit. Ja, irgendwie. Und die jetzt sollen ja seit vorgestern bis zum 20. Oktober gehen. Oktober? Ja. Das ist nächsten Monat. Ja, das ist über einen Monat. Ich weiß auch nicht. Schon interessant, ja. Wie hast du heute so das erlebt? Heute war einer dieser Tage, wo ich sehr komisch aufgewacht bin, weil ich komischen Blödsinn geträumt hatte, mich dementsprechend fühlte, dann aber halt auch eben geschaut habe, wo ich bin. Also ich habe früher auch Traumdeutungsbücher gelesen und irgendwann habe ich aber nie irgendwie wirklich was draus gewinnen können. Und irgendwann habe ich angefangen, wenn ich von was geträumt habe, tagsüber sehr aufzupassen, wo mir wie bei einem Memory-Spiel quasi was Ähnliches bis Gleiches über den Weg läuft. Und deswegen habe ich halt angefangen, meine Träume nicht mehr deuten zu wollen. Was soll mir das sagen? Soll mir immer was sagen, ganz klar. Aber dann halt eben vor allen Dingen in meinem Tag so rumzugucken, womit habe ich gerade eigentlich zu tun? Und ich bin halt einfach mittlerweile ziemlich gut darin geworden, dann alles andere ausblenden zu können und habe mich dann auf meine Gedanken konzentriert und habe die beobachtet, so was da in meinem Kopf so vorging. Und dann habe ich halt rausgefunden, woran das lag und warum halt gerade ein bestimmter Druck bei mir aufgekommen ist und wo die Ursache davon lag. Und dann habe ich die Ursache aus dem Weg geräumt und seitdem fühle ich mich sehr viel befreiter. Und heute hast du auch so eine Ursachenbefreiung gemacht, oder? Ja, ja, das meine ich ja. Das war ja heute. Ursachung, ich habe ein neues Wort erfunden. Ursachung. eine Verursache. Cool, und jetzt kann man wieder mit Leichtigkeit ins Portal hineingehen. Ja, genau. Es ist ja wirklich, das ist wie ein Portal. Jedes Mal, wenn wir da durchgehen, ja. Es fühlt sich so an. Ich habe das letztens, glaube ich, schon mal in irgendeiner Sendung erzählt. Mhm. Ich bekomme hier wirklich... Ich kann hier nachts im Dunkeln runtergehen und ich bekomme mit, wann ich unter dem Dach der Bäume bin. Es fühlt sich einfach anders an. Yippie. Wir leben noch. Yes. Ja. Und wir leben gut. Das auch so. Geduscht im Dschungel. Ja. Was man laut manchen Menschen ja nicht darf. Ich werde mich auch dann demnächst nochmal rasieren. Ich hatte mir gedacht, für eine vernünftige Dschungelshow muss man so ein bisschen wie ein Waldschrat aussehen. Ja, aber ich finde allgemein, man sollte, egal wo man ist, sich wohlfühlen und hygienisch. Ja. Egal wo man gerade ist. Und man kann sich ja auch im Wald schminken oder ja. Schön machen. Ja. Weil du brauchst es ja nur mithaben. Ja. Ja. Ja, und sauber fühle ich mich auch im Wald ganz gern, also bloß weil ich jetzt da mein Lager da vorne aufgeschlagen habe, heißt das ja nicht, dass ich jetzt hier rumstinken will wie eine Sau oder so. Faultier. Ja. Stinkt dir. Nee. Ja, das passt eigentlich. Ja, wir wissen noch nicht genau, wie es weitergeht, deswegen haben wir heute mal einfach drüber überlegt, jetzt noch keine Schlussfolge fürs Dschungelcamp zu machen, weil im Moment sich noch nichts von wegen Mobilität ergeben hat. Wir hätten zwar eigentlich ein Auto bekommen sollen. Ja, aber auch so ein interessantes Phänomen. Irgendwas hält uns hier. Ja. Wir haben wie eine Aufgabe hier. Ja. Weil
das Wohnmobil war ja quasi schon da, ja, und ist jetzt wieder weg. Und ja, das Leben hat uns das manifestiert, was wir wollten. Aber wir hätten all die und Sachen, die wir heute gemacht haben, zum Beispiel, hätten wir gar nicht machen können. Eben. Wir hätten, also wir hätten sicher irgendwas gemacht, anders gemacht, aber ich sehe halt gerade da wirklich coole Sachen entstehen. Mhm. Das ist halt eben auch sowas. Und irgendwie war das halt das, was ich heute irgendwie lösen musste für mich, halt eine Verpflichtung, die ich durch ein Versprechen eingegangen bin, halt zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder irgendwo zu sein und dass ich offensichtlich nicht halten können werde. Und das hat mich aber sehr unter Druck gesetzt. Und dadurch ist es die letzten Tage für mich ein bisschen unruhig geworden in mir. Ja, und seitdem ich das jetzt eben gelöst habe und was für mich sehr Unangenehmes getan habe, nämlich darum gebeten, mir mein Versprechen wieder zurückzugeben, weil ich mich irgendwie wohl versprochen habe, ohne es böse gemeint zu haben, ja, bin ich auf einmal auch zeitlich jetzt gerade wieder frei. Ne? Jetzt kann es meinetwegen auch noch, jetzt kann ich noch 2 Wochen hier im Notfall, also wenn ich aber solange wir 2 am Ball bleiben, sind wir halt eben hier gerade am Ball und irgendwann haben wir auch unsere Mobilität wieder. Solange wir an der Floatology bleiben. Ja, genau. Das machen wir jetzt auf jeden Fall mal ordentlich weiter. Schnitt. Floatology News. Schnitt. Schnitt. Neues von der Floatology. Wie Dschungelprüfung. Ja, Neues von der Floatology. Neue Rubrik in Bauchis Dschungelcamp. Yeah. Was gibt's Neues von der Floatology? Erzähl mal. Die Floatology hat jetzt quasi einen Verein. Ja, wir haben einen Verein. Dürfen wir schon sagen, welchen? Ja, mit Sicherheit, ne? Die Kriegerschmiede. Die halt. Kriegerschmiede. Habe ich eh schon mal eingangs in einem anderen Video erwähnt. Die Kriegerschmiede ist halt das hier. Da auf dem Nachbargrundstück ist genau. Die Kriegerschmiede. Und die haben halt auch einen eigenen Verein. Und als Kunstprojekt dieses Vereins gilt die Floatology und ist damit offiziell. Mhm. Ja, macht sich, tut sich. Wir haben quasi einen Spruch, ein Zitat aus 2020, die neue Erde von deinem Buch. Religionen gibt es nicht mehr, jeder lebt seine eigene. Ja. Be your own guru. Das ist quasi das, was ein Gläubiger der Floatology halt eben, oder was einen Gläubigen der Floatology ausmacht, dass er seinem eigenen Weg folgt, seine eigene Religion hat. Ja, seine eigenen Göttlichkeit. Jede ja. Religion glaubt an einen Gott, der irgendwo da oben ist. Sowas Externes. Ja, ne? Sowas getrennt von uns. Dabei sind wir alle göttliche Wesen und tragen die Göttlichkeit und die Fähigkeiten von Gott in uns, weil wir sind die Schöpfer unserer Realität und nicht Gott. Ja. Beziehungsweise sind wir Gott, also es ist schon Gott ja. Der Schöpfer, aber da bist ja du. Also du bist um es bildlich auszudrücken, da ist nichts. Aber das, was immer alle da suchen, ist hier drin. Ja, da ist auch Gott, aber halt aber ist halt dein nicht, Außen. Ja, genau. Ja. Du. Voll. Man sieht halt eben im Außen eigentlich immer nur das, was das Innere hergibt. Ja. So. Genau. Ja, und das ist halt eben das, was für uns dann auch sehr wichtig ist, halt eben. Auf die Weise hat es halt eben auch überhaupt gar keiner mehr nötig, irgendjemanden zu missionieren oder so, ne? Oder jemandem seine Sichtweisen aufzudrücken. Sondern wir schaffen einfach Raum für die Erlaubnis, die Dinge mal wieder so sehen zu können, wie man das gerade möchte. Letztendlich tut das eh jeder. Ja, immer. Letztendlich sucht sich jeder aus, wem er gerade was glaubt. Das können die, die uns irgendwelche Wahrheiten verkaufen, überhaupt gar nicht beeinflussen. Ja. Und vielleicht, die Floatology ist ja auch mit einem Fluss verbunden, also Geldfluss. Und warum wir den kreieren, magst du das erklären? Was ja, wir das haben Ziel das ist? Halt letztendlich auch gemacht, um einfach Gelder generieren zu können, um Projekte voranzubringen und an Stellen, wo halt Geld nachhaltiges Wirken begünstigt,
das auch hinfließen lassen zu können. Und zwar eben schnell und unbürokratisch, sodass Leute, die da gerade einfach Hilfe brauchen, können sie auch bekommen können. Genau, und auch diese ganzen Projekte wie neue Schulen oder Gartenprojekte, wo es halt wirklich um ursprüngliche Nahrung wieder geht. Und Urban Gardening oder sowas genau. Halt. Also überhaupt alles Mögliche. Alles, was eigentlich 2020 der neuen Erde entspricht. Ja. Das wird dann quasi von der Floatology unterstützt und wir möchten auch eine transparente Buchhaltung führen, ja. Um eben zu zeigen, dass nicht irgendwie ein Großteil des Geldes sonst wohin geht, weil wir sind ja auch inkarniert, um diese neue Erde zu installieren. Ja. Deswegen, warum sollten wir was anderes tun? Ja, eben. Ja. Also wir leben halt eben auch in diesen Projekten, das tue ich schon ewig und ewig ist das bei mir auch schon so, dass ich halt auch das Geld, was ich fürs Tätowieren bekomme, das fließt in diese Projekte, damit ich weiterkomme in diesen Projekten. Ich weiß noch, wie ich 2 Jahre neidisch auf den Gregor geguckt habe, weil er so eine tolle Drohne hatte, die ich auch gerne, 2 Jahre, das sind jetzt inzwischen 3 und ich habe immer noch keine, weil ich mir die 200 Euro einfach, nein, Mann. Du das ist gerade Spielzeug. Ja, ich hätte sie. Das ist genau. Aber ich, da ist, hey, mit Drohnen fliegen kann ich bis zum Erbrechen, wenn wir mal endlich Ruhe auf diesem Planeten geschaffen haben. Mhm. Dann wird noch so viel Zeit für sowas sein und dann werde ich wahrscheinlich gar kein Geld mehr brauchen, um sowas zu bekommen. Ja, und ich denke, es sind ja auch voll viele Menschen gerade, so wie du und ich, wir finden im alten System nicht mehr unseren Platz. Ja. Ich wüsste nicht, ich habe in der Schulmedizin gearbeitet. Ich kann dort nicht mehr hin. Ich möchte Kinder unterstützen auf ihrem Weg und kann dem Schulsystem aber auch nicht mehr dienen, weil ich keine militärischen Verhaltensweisen ausleben möchte. Und das heißt, wir sind die, die was tun müssen. Die was tun können und es halt auch gerade tun, soweit sie können. Und manchmal hilft ein bisschen Geld und damit wir nicht ständig betteln müssen, haben wir jetzt einfach eine Sekte gegründet. Und da kann man da einfach so spenden, weil das machen ja alle. Ey, die, wie nannte man das früher? Ablassbriefe. Früher konntest du bei der Kirche Ablassbriefe kaufen, um deine Seele von deinen Sünden zu befreien. Das gibt es nicht mehr, also das gibt es wahrscheinlich immer noch, du kannst es wahrscheinlich immer noch machen, aber viel leichter ist die neue Option, nämlich einfach spenden. Mhm. In dem Moment tust du dir selber was Gutes, du wirst ein guter Mensch dann, weil du was spendest und das poliert das Ego ein bisschen auf. Ja, ja und das heißt, aktiviert ja auch den eigenen Lebensfluss. Wenn du Gutes tust, dann kommt wieder Gutes. So, und wir können jetzt gerade einfach mal versprechen, wir haben nichts an, wir sehen keinen anderen Sinn, als jeden Cent in die Finger zu bekommen und zwar seit Jahren schon in eine bessere Welt fließen zu lassen. Und nicht in Kriegskassen, die durchs Finanzamt gefüllt werden oder sonst irgendwas. Da wollen wir uns einfach nicht mehr dran beteiligen. Und das Recht wollen wir einfach haben. Und wir nehmen uns das auch einfach. Punkt. Ja. Ich sehe anders aus wahrscheinlich für die Leute da draußen. Aber meine Kleidung, die ich habe, habe ich auch schon ein paar Jahre. Und ich shoppen gehen ist wirklich so ein Ding geworden. Da mag ich nicht mehr hingehen, weil ich keine Kinderarbeit unterstützen möchte. Und bin ständig am Überlegen, wenn ich mir jetzt Kleidung kaufe, wo soll ich denn die überhaupt kaufen? Ja. Und da kann man auch mit der Floatology Projekte unterstützen, denke ich gerade so. Ja, klar. Die auch Hanfkleidung zum Beispiel produzieren oder irgendwie, wo keine Kinderarbeit ist, wo kein Plastik ist. Polyacryl, Polyester beinhaltet Plastik, das heißt, wir sind ständig mit Plastik. Diese Hose ist meine absolute Lieblingshose. Besitze ich seit, ich glaube, inzwischen 18 Jahren und trage sie auch seitdem. Aber es ist Plastik. Das habe ich die ganze... Ja. Krass. Deswegen ist sie auch immer so schnell trocken. Die kann ich klatschnass in die Sonne hängen und dann ist sie 5 Minuten später ist sie trocken. Na, interessant, ja. Aber es ist Plastik und es ist trotz... Aber ich trage das halt eben auch mit der entsprechenden Ehrfurcht. Ich weiß, dass da Mama Erde wieder für geblutet hat. Ihre Fettreserven aus dem Leib gerupft hat, um da diese Hose draus zu machen. Aber das ist die Bauchhose. Ja. Ja. Dafür
soll sich dieses bisschen Erdöl. Ja klar, wir kaufen lohnen. Alle täglich irgendwo ein Stück Plastik. Oder ja. Nicht täglich, aber ständig irgendwie im Supermarkt. Ja. Du kannst ja kaum noch irgendwas ohne Plastik kaufen. Eben, das ist ja das Problem. Und du kriegst es ja überall mit. Also wenn ihr Projekte habt, die eben plastikfrei sind, wo wir wissen, die Kleidung macht Sinn, die Schule, die Art der Bildung macht Sinn. Stellt sie uns gerne vor. Wir nehmen die gerne in die Liste der Projekte mit auf, die wir dann auch mit den Geldern unterstützen. Wir haben ja auch auf The World Becomes One den Menüpunkt Alternative 2020. Und dort sind schon einige Dinge drinnen, die eben das Ganze veranschaulichen. Ja. Was der neuen Erde entspricht. Und die neue Erde bedeutet ja einfach nur frei von Plastik, frei von Kriminalität, frei von Kindermisshandlungen, Zwang und so weiter. Ja, genau. Frei von ständig die ganze Zeit vor andere Leute Türen kehren, frei von Vorurteilen, frei von Freiheit kann so wahnsinnig groß und viel beinhalten. Und Freiheit ist dann ja auch Schwingungserhöhung. Ja. Also die Menschen sprechen immer von dem Aufstieg. Ja. Die Welt ist im Aufstieg, in der Schwingungserhöhung. Schwingungserhöhung entsteht dann, wenn die dunklen Dinge verschwinden, wenn diese mega dichten Blockaden wie Kinderarbeit verschwinden, weil dann ist einfach Traurigkeit, Wut, Angst weg und dann kann die Erde wieder höher schwingen. Also ganz simpel eigentlich, wenn man das genauer betrachtet und wenn wir dem Aufstieg der Erde helfen möchten, dann müssen wir einfach nur Dinge fördern, die halt eben den Aufstieg fördern. Ich habe gerade so einen Gedanken, dass wir reden immer, wenn wir von solchen Sachen reden, reden wir von Alternativen. Wie krank und pervers ist das eigentlich? Eigentlich sollte Kinderarbeit die absolut letzte notwendige Alternative darstellen und nicht die Normalität. Mhm. Ja. Da könnten wir eigentlich wieder hin. Wir müssen nur mal bewusst anfangen, diesen Weg zu gehen und naja, das ist auch mit dem Grund, warum es die Flotology gibt. Das ist dasselbe wie. Wir wollen das gerne in den Fokus rücken. Dasselbe wie Bio. Was ist bitte Bio? Und Bio ist nicht mal ursprüngliche Nahrung. Nee. Bio ist einfach frei von Chemikalien und trotzdem manipuliert. Ja. Ich weiß nicht, trotzdem Monsanto-Saat sein kann. Ja. Ja, Leute, wir haben was zu tun. Und mit Flotology kann man halt auch einen Flow dazu generieren, um die Dinge schneller voranzutreiben. Und vor allem merke ich es halt immer bei diesen neuen Schulen, bei den Projekten, wo es eben um neue Bildung geht. Die brauchen ganz viel Unterstützung. Wenn man denen mal 500 Euro oder 1000 Euro gibt, die können damit eine kleine Welt bewegen. Ja, manchmal kann man mit so Kleckerbeträgen tatsächlich Welten verändern. Wenn ich mir überlege, was man gerade mit 6.500 bis 10.000 Euro bei mir für eine Welt verändern könnte, und das ist für andere Leute auch, das verfrühstücke ich jeden Morgen. Du musst nur den richtigen finden, der das sagt und dann sagt, hier, hast du ein neues Zuhause. Mhm. Der lacht sich darüber kaputt, wahrscheinlich über die Idee, dass man für 10.000 Euro ein neues Zuhause haben kann, weil der es gewohnt ist, Millionen für seine neuen Zuhauses zu bezahlen oder so. Aber er findet vielleicht gut, wovon wir hier reden. Und dann ist er auf einmal ein Diamond Guru. Diamond Guru? Ja. Ja, dazu machen wir dann im nächsten Mal im Licht ein bisschen Video. Ich würde sagen, jetzt wird es langsam ein bisschen dunkel. Könnt ihr uns noch sehen hier? Ja. Wir sagen mal schön die Kamera hier. Wir winken mal in der Hoffnung, dass man uns noch winken sehen kann. Und Friede sei mit euch. Gehabt euch wohl, lasst es euch gut gehen. The world becomes one. Ja, und du bist ein Teil davon. Ja, sonst würdest du das gerade gar nicht gucken. Genau. Oder du bist einer von denen, die jetzt gleich wieder das Mimimimimi da drunter schreiben. Aber selbst dann gehörst du dazu, weil du begreifst einfach nur nicht, dass wir einfach eine große Menschheitsfamilie sind. Auch du. Namaste, namaste. Ubuntu. Я бы не мог лечить страх.